Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Forum Medien. Oder heute müsste ich eigentlich sagen, guten Abend, meine kleinen Buttercremetörtchen. So macht es nämlich einer meiner heutigen Gäste immer. Aber dazu später mehr. Wie sozial sind eigentlich soziale Medien? 1,79 Milliarden Menschen nutzen Facebook jeden Tag. 500 Millionen sind es bei Instagram. Tendenz stark ansteigend. Reichweite ist das Gold des 21. Jahrhunderts. Über sie definiert sich die Bedeutung eines Social-Media-Auftritts. Die Hauptakteure sind Influencer. Sie unterhalten und sie werben. Sie werden aber auch oft kritisiert. Sie seien unpolitisch und ihnen ginge es nur um Konsum. Meine heutigen Gäste haben mit diesen Klischees einmal komplett aufgeräumt. Sie unterhalten natürlich auch, nutzen ihre Reichweite aber auch mit Spendenaktionen für ihre Herzensthemen im In- und im Ausland. Soziales Engagement von Influencern, darum soll es heute gehen. Und da seid ihr mir sofort in den Kopf gekommen, als ich das Thema und die Sendung geplant habe. Bei ihm ging es eigentlich während der Tätowiererausbildung los, hat so mal ein bisschen Instagram ausprobiert und dann wurde es immer turbulenter um den selbsternannten Imbissbudenpoeten. Für seine Internetkarriere hängte er die Tätowiererausbildung vorerst erstmal an den Nagel, ist Markenbotschafter auf Festivals wie Hurricane, Perucaville, Highfield oder Open Flair und ist aktuell als Botschafter für World Vision unterwegs. Zudem unterstützt er gemeinsam mit seinem Freund Udo Tesch diverse Projekte in Ghana. Sie engagieren sich gemeinsam für Obdachlose, den Tierschutz und bedürftige Vereine. Letzten Sonntag startete seine neue Serie Wilkes Welt ohne Plan zum Traumhaus auf Vox. Wilke Zierden ist bei uns. Herzlich willkommen. Moin, Dankeschön. Gut recherchiert. Ja, und er ist von Wilkes Seite überhaupt nicht mehr wegzudenken. Der gelernte Schweißer ist eigentlich seit 36 Jahren bei der Papenburger Meierwerft beschäftigt. Außerdem ist er Platzwart des SUS Steenfelde im südlichen Ostfriesland. Seit einiger Zeit taucht er jetzt schon in Wilkes Videos auf und seither bringen sie als Udo und Wilke das Netz zum Lachen. Mit seiner cholerisch-sympathischen Art hat er sich schnell in die Herzen der Nation gebrüllt, kann man ja sagen. Also er erreicht ja wirklich bundesweit Leute. Ich werd schlecht, Orba, oder mir ist nun Präsident. Sprüche à la Udo, die es auch auf die Hoodies und Caps im gemeinsamen Moin Alter Fanshop geschafft haben. Urostfriesisch und ursympathisch Udo Tesch. Auch schön, dass du da bist. Guten Abend. Ja, und falls Sie zu Hause jetzt sagen sollten, von den beiden habe ich noch nie was gehört, für diese Wissenslücke haben wir jetzt mal einen kleinen Film vorbereitet. Moin, meine kleinen Vanillekupfer. Moin, meine kleinen Schlickerhit. Moin, meine kleinen Frühlingszwiebeln. Moin, meine kleinen Eiscremetürchen. Moin, meine kleinen Lebkuchenhausbesitzer. Wilke Zierden und Udo Tesch. Ostfriesen, Chaoten und das Herz am richtigen Fleck. Zusammen kommen sie bei Instagram auf 531.000 Follower, bei Facebook haben sie gut 236.000 Fans und bei YouTube folgen ihnen 250.000 Abonnenten. Täglich unterhalten sie dort mit Geschichten aus ihrem Leben. Urlaub auf Bali, Familienzuwachs, Fiete und alles rund um den SUS Steenfelde, einem kleinen Fußballverein in Ostfriesland, dessen Platzwart Udo Tesch ist. Klein und beschaulich, inmitten zwischen grünen Baumwipfeln, kann Udo seiner Arbeit nachgehen. Wäre da nicht eine Sache. Ich komm vorbei, ne? Uwe ist gleich, tschüss Udo. Moin Udo! Was? Was ist? Udo! Was denn? Fährst du hier mit dem Traktorplatz? Hey, ich hab doch keinen Führer. Ich hab keinen Bock mehr, weißt du das? Ich bin hier im Knoi. Und du machst das innerhalb von Sekunden, machst du das kaputt. Kannst du mir Geld für ein Taxi leihen? Und alle schön auf dem Hauptplatz. Nee. Doch, rechts einschlagen, doch. Der ist gesperrt, das Bandtor. Die müssen üben, Udo. Das geht zu weit. Ja, die freuen sich, guck mal hier. Die freuen sich doch. Ja, Udo. Zusammen sind sie das cholerisch-sympathische Dreamteam Ostfrieslands. Immer herzlich. Und dann stehst du hier sonntagmorgens im Konfirmandenanzug und wischst die Kabinen, oder was? Ich blühe die Kleider in den Vergangenheit zurück. Dann kannst du einen Konfirmationsanzug wieder anziehen. Hilfsbereit. Das Tor ist aber wirklich schief. Ja, siehst du jetzt? Wie lange willst du da noch drüber reden? Bist du der letzte Zuschauer, der es kapiert, oder was? Ja. Okay, liebe Zuschauer, der Tor steigt schief. Humorvoll. Die Sonne scheint, die Möwen zwitschern und der Udo liegt im Gras zu zwitschern. Aber wieso denn zweimal zwitschern?
zwitschern. Wieso? Ja. Aber wieso? Ja! Weil er so ist! Du bist ein blöder Mann! Kulinarisch immer top ausgestattet. Sportlich. Du weißt, dass der Ball dahin geschossen wird und springst in die andere Richtung. Ich kann nicht mehr. Und musikalisch. Udo, warum hab ich so viele Nasenhaare? Udo, deine Brille beschlägt mal wieder. Mittlerweile sind Udo und Wilke weit über die Grenzen Ostfrieslands bekannt. 2019 lockte ihr eigener Weihnachtsmarkt 6.500 Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland an. Ganz aktuell startet Wilke Zierdens neue Vox-Serie Wilkes Welt ohne Plan zum Traumhaus. 2019 bekamen Udo und Wilke die goldene Henne in der Publikumskategorie Online-Stars verliehen. Soziales Engagement wird bei Wilke und Udo ganz groß geschrieben. Futterspenden für Tierheime oder Spendenaktionen mit ihrer Community. Auch diese Aktion gehört dazu, bei der sie gemeinsam mit dem Café Kuchenliebe in Westoverledingen ein Hospiz in Leer unterstützt haben. Liebe Ute, wir haben euch ja einen Scheck mitgebracht. Wir möchten ihr auch mal was zurückgeben. 2000 Euro für euer Hospizhus, für eure tolle Arbeit und das Frühstück. Ne, Udo? Ja. Das hat uns richtig was bedeutet. Ihr macht so eine tolle Arbeit, das wollen wir dann auch unterstützen. Und ich hoffe, ihr könnt da was mit anfangen. Der Zierdentesch-Clan wächst und wird uns noch ganz lange mit seinen Geschichten zum Lachen bringen. Und irgendwo zwischen Cocktails an der Naschi-Naschi-Bar, Lachflashs mit Sübbelkumpel René, Rumalbern mit Fiete, Heuabladen mit Jan Jürgen, Derbys mit dem SV Fulkum oder Radiotermine mit Korthosen Wilfried, wird auch immer Platz sein für Spendenaktionen und einen Gedanken an die, denen es nicht so gut geht. Ja, Leute, ihr habt uns schon abonniert in Facebook, Instagram und YouTube. Warum lachst du jetzt so blöd? YouTube, Udo. Ja, ist doch egal. So, und was gibt's noch? Oh ja, und unser Shop, moinalter.de. Da gibt's Shirts und Tassen mit Udos besten Sprüchen. Einnahmen davon fließen in unseren Verein und in Udos Frisur. Mit dir ist das... Ja, ja. Mit dir ist das eine Katastrophe. Ja, wir haben also bestimmt einen guten Eindruck bekommen von euch jetzt. Also, ich bekomme so ein emotional, als würde man weinen, wenn du das mit der goldenen Henne siehst oder mit der Fernsehsendung. Das fühlt sich ganz komisch an, dann wirst du so richtig sentimental, ne? Sei mir ehrlich, es fühlt sich ganz merkwürdig an. Du siehst das. Steht auch auf dem Tisch, also die goldene Henne habt ihr mitgebracht, kommen wir auch noch zu. Zu dem Punkt. So stehen Felde, die Einnahmen habt ihr, also die aus eurem Shop irgendwie, ich muss ja auch aufpassen mit Werbung, aber heute startet, glaube ich, auch die Weihnachtskollektion gerade heute. Heute, ja. Ja, ist heute, ne? Ist heute, Entschuldigung, ich war woanders gerade. was finanziert ihr, Frage an dich vielleicht erstmal, was finanziert ihr konkret damit, mit solchen Einnahmen im Verein? Wir fördern unsere Jugend damit im Sportverein. Ah ja, also womit? Ja, so wunderbar also, erklären. Also wenn Udo erklärt, das ist, als wäre ja, man... Ja, erklär du das doch! Ist, als wäre man dabei. Ich dachte jetzt, also ich frage mal nochmal nach. So. Als wäre man dabei. Ja. Wie Udo gerade erklärt hat, wir fördern unsere Jugend damit. Also in Trikots, Bälle, alles, was so anfällt, was die Jugendspieler brauchen. Nicht nur die Jugend. Die Gelder, man muss es so verstehen, die Einnahmen von dem Verein gehen ja natürlich auch in unsere Taschen teilweise. Durch die Verkäufe, auch Ausstattung, wir müssen immer mal wieder neue Kamera haben, wir müssen mal Mikros haben. Aber ganz viel Geld geht halt tatsächlich auch direkt in den Verein. Also dann wird dann Geld gespendet, dann kriegen die mal hier gewisse Summen. Dann kaufen wir Material für den Verein, wir kaufen Trikots für die Jugendspieler, wir kaufen Bälle, wir kaufen Trikots für die Herrenmannschaften. Wir haben jetzt eine Damenmannschaft gegründet, die kriegen auch neue Trikots. Also wir versorgen den ganzen Verein mit den Einnahmen. Also der Verein ist quasi nicht mal mehr darauf angewiesen, jetzt beispielsweise Rasensaat zu kaufen. Das machen wir. Wir machen ja immer unsere Projekte, den Rasen pflegen und das kostet ja alles viel Geld. Sonst sagt Rasensaat, bist du bei 39, 40 Euro. Da kaufen wir dann welche von und dann gehen wir auch schnell 1.000 Euro flöten. Und so fördern wir halt den Verein mit. Ne?
Steht übrigens auch Tee auf dem Tisch, also Prost Tee. Ne? Ja, Prost. Wir sagen, wir bleiben auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, glaube ich, dass wir beim Du bleiben, weil wir uns auch durch einige Jobs auch schon so kennen. Richtig. Und Ostfriesenrunde heute quasi jetzt Nachbarn. Die Ostfriesen irgendwie bleiben immer, so, immer per Du. Deswegen Prost Tee. Und, Udo, gibst du mir meinen nämlich? Ich kann mich nicht. Ja, von wegen, nimm dann Tee auch selber. Ich komme da nicht ran. Ja, gut. Wie würdet ihr euch denn selber beschreiben? Jetzt ist ja so Fremdbeschreibungen, gibt es ja immer ganz viele irgendwie, aber was würdet ihr denn sagen? Wer sind Wilke und Udo? Also ich sage immer aus Spaß zu uns, nicht Influencer, das ist ein blödes Wort, Ostfriesen mit Ambitionen zum Weltruhm. Wir sind einmal so ein bisschen überheblich. Ah ja, okay. Der Ostfriese versteht diese Überheblichkeit. Ich glaube, manch einer versteht diese Überheblichkeit nicht. Aber wir sind ganz normale Jungs vom Dorf, die es irgendwie geschafft haben mit absoluten, echten Blödsinn, weil das, was bei uns passiert, ist nun mal echt. Er ist ja wie ein cholerischer Typ. Und damit haben wir es geschafft, im Internet für Aufmerksamkeit zu sorgen. Wir sind eigentlich die zwei Jungs vom Dorf. Also anders kann ich uns nicht beschreiben. Und ich sage tatsächlich, das glaubt mir oftmals keiner, ich merke gar nicht, wie bekannt ich eigentlich bin. Ich stehe ja morgens nicht auf und sage, yo, ich habe eine eigene Fernsehsendung auf Vox. Ich bin jemand ganz Bekanntes. Wir vergessen, das kann man nicht beschreiben. Es ist halt super, das hast du nicht im Kopf drin. Genauso wie ich vergesse, dass ich tätowiert bin. Das ist kein Witz. Ja, okay. Und ist deswegen abstrakt vielleicht, oder? Dass man das, man macht ja die Videos so für sich auf dem Sportplatz und irgendwie und plötzlich, also ja, das sehen ja auch dann ganz viele Leute. Man macht das ja nicht zum Selbstzweck. Du denkst ja nicht dran. Also nee. Du gehst jetzt nicht in den Einkaufsladen, nee, und sagst, hier, guck mal, ich bin jetzt hier überhaupt nicht, ne? Also ich finde das gar nicht. Das, also passiert euch das oft, dass ihr auch beim Einkaufen oder was? Ja, ja, das ist jetzt in letzter Zeit ziemlich, wollen wir so sagen, schlimm geworden. Also, wir haben beim Sportplatz schon wöchentlich, also ich will mal jetzt nicht übertreiben, aber ich schätze mal so von Montag bis Sonntag, wir zählen mal immer von 9 Wochen, bis zu 300 Besucher da. Und das Beste ist halt, wir drehen ja unsere Videos spontan. Es ist halt ja wirklich so, dass wir sagen, Udo, komm jetzt zum Sportplatz oder Udo ist auf dem Sportplatz, ich komme einfach. Es gibt auch manchmal Videos, wo man sich absprechen muss, wie jetzt, wir renovieren für den Verein die Kabinen, bezahlen wir halt auch alles komplett selbst. Da muss man sich natürlich absprechen, morgen drehen wir. Und dann machst du teilweise dann so, ja, wir fangen morgens um 9 an, dann haben wir schön Ruhe. Dienstag morgens um 9, dann stehst du da zu drehen, dann stehen da 15 Leute am Zaun. Und dann denkst du, wo kommen die her? Und das Beste ist halt, die kommen halt von überall. Ne? Da sind teilweise Leute aus Luxemburg gekommen. Es ist unfassbar, was da los. Ich habe das mitbekommen. Letztes Jahr war ich bei eurem Weihnachtsmarkt. Da waren also Busse aus Köln und Busse aus, ich weiß nicht, Berlin. Die haben auch schon, also als Reporter habe ich dann noch die Leute befragt und die haben auch schon fast kein Hotelzimmer mehr bekommen. Die sind dann nach Papenburg, alles voll. Also ja, ausgebucht. Und wir haben ja teilweise über Instagram Nachrichten gekriegt, wo könnt ihr uns unterbringen? Und wir hatten zuletzt, ich habe ganz viele in ein bestimmtes Hotel rübergejagt, weil ich bei uns im Umkreis nichts mehr hatte. Und das war zuletzt auch voll. Man muss aber auch sagen, man kriegt ja auch gerade in Ostfriesland, wobei man ja denkt, die Ostfriese an sich, die gehören ja mal alle zusammen, auch viel Gegenwind, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist gerade auf dieser Facebook-Plattform sehr viel Missgunst und ich rede immer von einem Facebook-Stereotyp. Okay. Es gibt diesen Stereotyp unzufriedene Menschen bei Facebook, der gegen alles wettert, was einfach nur passiert. Ob es eine Sendung im Fernsehen ist, ob es ein neues Produkt ist, nicht jetzt von uns, sondern verallgemeinert. Selbst wenn diese Sendung bei Facebook hochgeladen wird, ist irgendjemand da, der wieder motzt. Es ist immer so. Ich habe Freundinnen, die arbeiten bei Baumarktketten und machen die Social Media Abteilung. Facebook. Die sagen zu mir, die gehen abends nach Hause und die sind vom Nervenzusammenbruch. Weil Facebook ist unverschämt. Die Menschen auf Facebook sind teilweise sehr unverschämt, sehr ungebildet, so hart es klingt, kein Benehmen und frech. Natürlich nicht pauschalisiert. Und jetzt habe ich den Faden verloren, bevor ich überhaupt erzähle. Siehst du, wenn ich immer so viel quatsche, dann verliere ich den Faden. Ne? Ja, das die. Achso, es ging um den Weihnachtsmarkt. Und du kriegst dann ja, ich quatsch halt immer so viel, dass ich den. Ich hau irgendwann mal dazwischen. Ich hau immer dazwischen, einfach mal dazwischen hauen. Ja. Und ich wechsle so schnell die Themen. Weißt du noch, wo wir die Rede hatten, wo ich 10 Minuten reden sollte und es wurden 30 Minuten? Aber alle Leute haben gern zugehört. Ja. Was ich damit sagen wollte, dann kriegst du kriegst Gegenwind in Ostfriesland. Wilke Zierl und Udo Tesch gewinnen die goldene Henne. Wenn einer meiner Freunde diesen Preis gewinnen würde oder einer meiner Bekannten oder irgendein Ostfriese diesen Preis gewinnen würde, würde ich mich für diese Person freuen. Ich würde sagen, geil, ey. Geil, geil. Weißt, ist doch schön für Ostfriesland. Oder guck mal, da sind diese zwei Typen in der Ostfriesland-Klasse B. Unser Fußballverein spielt in der drittniedrigsten Klasse Deutschlands. Und wir haben bei Heimspielen 400 bis 500 Zuschauer. Das ist Oberliga-reif, das ist Landesliga-reif.
trotzdem sind die Leute negativ und die Leute vergessen halt einfach, wenn wir einen Weihnachtsmarkt machen und ich komme jetzt wieder auf die Gemeinde, also auf die Gemeinde West-Overledingen, die muss halt viel bei uns beiden mitmachen. Mhm. Wir haben diesen Weihnachtsmarkt mit 1000 Leuten geplant und angekündigt, es waren 6.500 Leute da. Jetzt wird aber wieder geschimpft, ach, die zwei, in Anführungsstrichen, Trottel, was tun die denn für Ostfriesland? Was tun die zwei für Ostfriesland? Wenn 6.500 Besucher aus ganz Deutschland, aus Friesland kommen, müssen auch 6.500 Besucher irgendwo schlafen. Genau, die Ferienwohnungen waren ausgebucht, Restaurants waren ausgebucht, Kneipen waren ausgebucht, Hotels waren ausgebucht. Und jetzt unsere Dorfpommesbude. Unsere Dorfpommesbude, der Weihnachtsmarkt war ja so voll, dass unsere Dorfpommesbude an einem Abend mehr verkauft hat als im ganzen Jahr zuvor. Und das muss man sich mal vorstellen. Wir haben zwei Getränkelager leer gekauft von zwei großen Getränkemärkten. Haben wir leer gekauft, weil es so eine Masse Menschen war. Jetzt sag mir doch bitte, was wir mit diesem Angebot von diesem Weihnachtsmarkt, was haben wir jetzt getan? Und jetzt kommt nämlich der Oberkracher. Mhm. Wir reden immer gern von dem Negativen, obwohl das Positive immer das Schönste ist. Immer das Positive liest du nie. Du liest immer das Negative. Die zwei, die stecken sich immer alles in die eigene Tasche. Die zwei machen dies, die zwei machen das. Wie es ja nun mal ist von diesen missgunstgesteuerten Menschen. Dieser Weihnachtsmarkt hätte auch auf dem Grundstück meiner Eltern stattfinden können. Und der Verein hätte gar nichts gehabt. Dann hätte ich auch sagen können, ich will mich bereichern. Ich stelle das bei meinem 3 Hektar großen Grundstück meiner Eltern hin. Und da kommen trotzdem so viele Leute. Wir haben diesen Markt auf dem Fußballplatz gemacht und die Gelder gingen in den Verein. Ja. Und bei 6.500 Besuchern kann man sich vorstellen, dass da schon ein Markt zusammenkam. Und, Ich habe den Bürgermeister getroffen da vor Ort, den Herrn Daubes, liebe Grüße. Ja, der war völlig überwältigt auch. Also ich glaube, dass es schon auch ankommt, also an vielen Stellen. Du warst ja selber da. Das war, man muss dazu sagen, eine tolle Stimmung. Ne? Festival, so ein bisschen Mischung, ja. Festival, Weihnachtsmarkt, aber völlig harmlos. Ne? Die Menschen, wenn man mal so ein Schützenfest sonst so sieht, wo 200 Leute sind und da hauen sich um 3 Uhr nachts welche paar auf die Glocken. Mhm. Aber das ist halt, wir haben halt irgendwann gemerkt, und das ist meine Meinung, ich hatte nie viel Geld. Ich habe viel in meinem Leben gemacht, super viel in meinem Leben gemacht. Udo ist ja der komplette Gegensatz zu mir. Seit 16 in der Ausbildung, Meierwerft, sein Leben lang nichts anderes gemacht, steht auf dem Meierwerft, hat am Monatsende Geld auf dem Konto, hat einen Gesellenbrief, geht vorwärts. Ich, immer alles ausprobiert, nie irgendwie was Festes gemacht. Ich wollte alles sein und gar nichts. Hab so viel ausprobiert, hatte am Ende aber nichts. Und habe es dann irgendwie mit viel Fleiß nach oben geschafft. Und natürlich verdienen wir ein bisschen Geld damit. Ist absolut klar. Aber wenn du von... Geht das nach Klicks eigentlich? Also muss ich jetzt keine Summen nennen, aber geht das wirklich nach Klicks oder nach Werbung? Oder wie funktioniert das irgendwie? Wir beide verstehen das System tatsächlich selbst auch nicht so ganz. Wie verdient man mit Insta Geld? Das ist ja so die große Frage. Bei Instagram gar nicht mit Klicks, nur mit Werbung. Bei YouTube ist es so, dass wir das Geld, was wir verdienen, am Ende des Jahres dann immer teilen. Ne? Dann durch Udo und Verein. Das machen wir am Ende des Jahres immer. Da hat auch jemand mal gesagt, wir würden 88.000 Euro im Monat verdienen. Da haben wir uns weg, 88.000 im Monat. Ist ja schon. Es gibt so Statistikseiten, da stand das, zwischen 25 und 88.000 im Monat. Dann frage ich mich, was verdienen denn die Leute? Warum arbeite ich dann? Oder wann kriegst du alle Nachzahlungen, die kommen alle noch. Die. Ja, ich finde aber immer ziemlich, Leute wissen gar nicht, was wir verdienen. Ja. Da werden einfach dann Summen hingeschmissen und das haben die dann. Haben die das. Und das stimmt nicht. Und der Punkt ist, natürlich können wir gut davon leben. Also ich kann davon leben. Das ist mein Beruf. Aber die Leute dürfen nicht vergessen, wie viel mein Beruf eigentlich ist. Udo sagt ganz oft zu Besuchern auf dem Sportplatz, wisst ihr eigentlich, was der zu tun hat? Das ist alleine unsere Videos, das ist ein Fulltime-Job. Das Ganze drumherum, diese Kanäle. Ich arbeite nebenbei noch in einem Trockenbauunternehmen als Social-Media-Manager. Ich bin den ganzen Tag on fire und ich wünsche mir manchmal auch mal ruhiger zu sein, aber ich bin die ganze Zeit unter Strom. Mhm. Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist der Finn Kliemann. Den kennt man ja auch. Der ist ja auch genauso, nur viel, viel erfolgreicher und der ist ja auch nur unterwegs. Und das ist, du lebst das richtig. Aber dadurch, dass man natürlich viel hat, hast du entweder die Möglichkeit, dir eine teure Rolex an die Hand zu hängen, teure Hemden zu tragen, ein teures Auto zu fahren und ein teures Leben im Urlaubsrausch zu führen. Oder du machst es so wie wir und sagst, weißt du was, ist schön, dass wir viel Geld haben, in Anführungsstrichen viel, aber davon mögen wir auch viel abgeben. Und das ist ja der Punkt, den wir haben. Ja, genau, deswegen seid ihr da heute. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt, ganz kurz noch? Wilk und ich kennen uns schon seit fast 16 Jahren vom Sportverein. Ah ja, okay. Und das ist durch einen ganz dummen Zufall entstanden mit den Dreharbeiten.
Und das hat er wahrgenommen. Und ich hatte ja zu der Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt ja noch nicht mal Instagram. Und habe zu meinem Sohn gesagt, kannst du mir mal Instagram machen? Und er sagt, ja, wieso? Ich sage, ja, wegen Wilke. Ich sage, ich wollte das mal wohl sehen. Die Sachen, die ich dann immer im Tattoo-Studio gemacht habe. Ah, ja, okay. Das hat sich ja so immer, das hat sich ja so entwickelt. Ich hatte dann ja mal 500 Abonnenten, dann hatte ich 1500, 3000 Abonnenten. Und zu dieser Zeit, das muss man dazu sagen, das wird Udo auch noch erzählen können, wirst du auch kritisiert von allen. Du wirst von allen, hier, mach dich nicht zum Affen, du machst dich lächerlich. Meinem Chef im Tattoo-Studio, mit dir reden wir erst weiter über Social Media, wenn du 10.000 Abonnenten hast, haben sich Freunde von mir abgewandt, du machst dich lächerlich im Internet, du machst dich zum Affen. All diese Leute sind jetzt auf einmal wieder da und schreiben einem, oh, war toll, was du da machst. Und jetzt auf einmal sind sie alle da, weil sie merken, oh, der hat Erfolg und jetzt komm. Wir haben früher, das ist ein Idiot gewesen, weil der redet viel und der hat sich zum Affen gemacht. Aber jetzt hat er ja was geschafft und jetzt ist er wieder... Hast du dann auch was okay? Also brauche ich jetzt nicht mehr die Kontakte oder geht gar nicht drauf ein. Ja. Auf jeden Fall, deswegen hat Udo sich den Account gemacht. Weil ich wollte wissen, was er macht. Genau. Ich habe Jetzt kommt gleich noch. ich hatte nur von ihm immer gehört. Ich wusste ja, wer er ist, durch den Sportverein jetzt ja. Aber noch nie so gesehen, was er da gemacht hat. Ich kannte Instagram gar nicht. Es war eine Sportplatzbekanntschaft. Er war ja kein Freund, man kannte sich vom Fußballverein, wie das so ist. Ich war der Platzwart da und mehr war da nicht. Ja. Genau, und... du weißt ganz genau, wir haben da was gebaut und dann durfte ich mit dem Hammer, das habe ich schon gefilmt, mich selber. Mit dem Hammer habe ich ihn mal zusammen kaputt gekloppt und dann kam Udo mit dem Rasenmähertrecker gerade vorbei und blieb da stehen, hat sich wegen irgendwas aufgeregt, weil der da nicht langfahren konnte. Nein, du hast dich so gefreut, wir mussten einen alten Betonsockel da wegmachen. Und dann hat er mit dem Hammer drauf gehauen. Also wirklich, da hättest du ein siebenjähriges Kind mit einem kleinen Hammer da, dann wäre der noch schneller fertig gewesen. Und dann flog da mal so ein dicker Brocken ab. Dann hat er sich so gefreut, da habe ich nur gedacht, was ist das denn? Der freut sich jetzt, der sitzt da eine halbe Stunde bei und jetzt fliegt endlich mal eine Kante ab und er hat sich wirklich tierisch gefreut. Dabei habe ich, das wurde gefilmt. Udo ist immer so, Udo erzählt, das ist immer so geil, weil Udo erzählt hat immer so viel drumherum, was einfach gar nicht zum Thema passt. Ja, reicht doch! Wenn du jetzt erzählen würdest, da ist ein Vogel, der wohnt im Baum, dann wird Udo dir die Geschichte erzählen, wer dieses Holz gesägt hat, damit der Baum da überhaupt ein Vogelhaus angebaut werden kann. Er umschreibt alles immer so. Sein Trecker stand dann, habe ich gefilmt und gesagt, ey, Udo, komm, lass mich mal mit deinem Trecker fahren. Habe das gefilmt. Das war das allererste, was ich gefilmt habe. Ist ja tierisch ausgerastet. Nein, Mama, nicht mein Trecker, bist du wahnsinnig? Und dann bin ich da hochgegangen. Weil ich immer Lack kriege. Und dann habe ich das ja bei Instagram reingestellt. Die Leute sind tierisch ausgerastet. Wer ist das denn? Der hat ja wohl voll, also wie witzig ist der denn? So fing das an. Und ganz oft hört man auch, oh, der Wilke, der ist ja nur bekannt wegen Udo. Das verletzt mich immer. Die Aussage verletzt mich. Er war ja, ich glaube, du hast das 2,5 bis 3 Jahre vorher schon gemacht, als ich dazu gestoßen bin. Das ist aber auch das Thema von Duos. Also beide tun sich gut gegenseitig, oder? Es gab auch Simon und Garfunkel, weiß ich nicht, Thomas Anders und Dieter Bohlen. Ja, ja, voll. Ohne einander ging es auch alles nicht. Also, wir funktionieren halt zu zweit super. Und so fing das dann an und haben wir die Videos gedreht. Und dann kam die Zeitung an bei uns, das war der Generalanzeiger, eine junge Redakteurin. Mhm. Die hat gerade, wie nennt man, nicht Praktikum gemacht. Volontariat, Volontär. Genau. Ja. Und die sagte, oh, das ist ja geil. Und dann war die Überschrift, Ostfriesen-Influencer macht Platzwart, 56-jährigen Platzwart zum Medienstar. Mhm. So fing das an. Richtig. Und dann ging das halt immer weiter bergauf, ne? Wir haben ein Spiel vorbereitet. Jetzt kommen die Pappen zum Einsatz, ja, um zu gucken, wie gut kennt ihr euch eigentlich oder so Selbsteinschätzung. Ich konfrontiere euch gleich mit Fragen, so wer ist der sowieso und ihr zeigt die Seite nach vorne, von der ihr meint, dass es zutrifft. Entweder, also wir haben auch wirklich uns viel Mühe gegeben mit den Fotos. Wir haben die schönsten Bilder rausgesucht, die wir gefunden haben. Ja. Gut. Das ist so schön von mir, dass ich meins gar nicht zeigen werde. Das ist, glaube ich, ein Standbild aus irgendeinem Insta-Video. Okay, versuchen wir es mal. Also die erste Frage ist, wer von euch ist... Warte, erklär das Udo am besten nochmal. Weil Udo es nicht verstanden hat, das habe ich an deinem Gesicht... Jetzt fang mal einfach an, sei doch ruhig jetzt. Lass ihn doch nein, ich habe an deinem Gesichtsausdruck gesehen, dass du es nicht verstanden hast. Doch, er wird jetzt Fragen stellen und dann ist, so muss ich zeigen, wer ist das? Wilke auf Udo. So. Klar. Ich komme nicht von dummes Dorf. Wir versuchen das mal. Mhm. Wer von euch ist der Intelligentere? Okay. Wer von euch ist der bessere Autofahrer? Oh, ja, ehrlich? Ja. Angenommen habe. Bevor er anfängt, ja. Ich fahre
sowas von vorsichtig. Nein, er fährt so schlecht Auto. So nein, das hat nichts mit Udo, erzähl mal. Ich habe wenig Respekt, wenn ich Auto fahre. Und ich bin immer froh, wenn Wilke sagt, wenn wir längere Strecken fahren, ich fahre. Weil er ist wirklich ein sicherer Autofahrer. Er fährt ganz schlimm Auto. Und ich habe ein Automatikauto. Ne? Ich sage, Udo, du darfst nicht mit links bremsen. Habe ich gemacht. Nur einmal auf einer Fahrt. Darfst nicht mit links bremsen. Ich habe geschlafen während der Fahrt. Mhm. Da tritt der auf der Autobahn mit links auf die Bremse. Dann macht er dieses Babam. Und ich bin richtig abgedreht. Ich habe dich angeschrien, weil das ist ja auch saugefährlich auf der Autobahn. Was meinst du denn? Aber ich fahre kein Automatik, sondern Gangschaltung. Und ich war so einfach nur gerade Strecke und da musste ich rechts runter, Ausfahrt. So, und dann habe ich nicht dran gedacht, dass du ein Automatik fährst. Ja, und wir standen auf der Stelle. Gott sei Dank kam hinten nichts. Und ja, ein Herz hier war da wach. Ja. wer von euch beiden hat die größere Schraube locker? Ah, Uneinigkeit. Da, ich habe doch richtig. Jeder nennt sich selber, ja. Ich finde, dass ich mehr an einer Klatsche habe. Findest du das? Du bist doch Schraube locker, ist ja verrückter. Ja, bin ich doch auch. Du bist alles andere als verrückt. Also als Außenstehender darf ich sagen, dass ihr euch vielleicht auch die Waage gebt. Findest du? Ja, vielleicht. Udo ist aber doch total bodenständig. Ja, aber das hat ja nichts mit bodenständig zu tun. Obwohl doch, du bist verrückt. Entschuldigung, ich vergesse das. Ich mach Sachen. Du machst ja auch immer alles mit, wo du in dem pinken Kostüm mit blonden langen Haaren Schlittschuh laufen gegangen bist und so, stimmt. Cowboy-Dorf oder irgendwas, oder was war da, ne? Dieses Indianerdorf, wo ihr gewesen seid. Da war ja Udo. Da war das. Das macht er, das ist wiederum, ist er geiler als ich. Er ist da so ein bisschen, ich bin bei sowas immer eitler. Sowas mache ich nicht gern. Das macht er wiederum gern. Ich liebe Spaß. Ja. So. Und als wir dann in der Westernstadt waren, ich wusste ja irgendwie im Hinterkopf schon, der hat schon wieder was organisiert. Weil das immer so ganz komisch mit klang. Und als ich dann auf meinen Zimmernamen guckte und dann war da ein Frauennamen, wusste ich schon gleich, jetzt kommt's. Und es kam. Ein pinkes Indianerkostüm von einer Squaw. Und die Haare dazu, ne? War das die Haare auch dazu. Alles dann voll war. Und, und dann bin ich ja so ein Typ, nicht nur hinlegen, ich mach's dann auch. Mhm. Weil ich habe den Spaß damit. Also beide ungefähr. So, jeder hat seine Qualitäten, sagen wir mal so. Ja? Muck, wieso? Wer ist der Hübschere, apropos eitel? Du bist schon ein Blickfang, ne? Ja, ne? Aber nur für mein Bienchen. Wer kriegt denn da die meisten Angebote? Udo. Kriegt man noch? Ja? Ja. Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Weil das nimmst du gar nicht, das ist auch so ein Punkt. Guck mal, wir können zu allem was erzählen. Du hörst total oft, oh, du kriegst doch bestimmt von hunderten Frauen total die Angebote. Klar kriegst du Angebote hier und da, aber wir beide sind jetzt ja nicht so diese Schönlinge. Sind wir ja nicht. Wir sind ja nicht diese braun gebrannten, super durchtrainierten Typen. Fitness-Insta-Models. Genau, wir sind eher diese Typen, da kommt mal einer an und sagt, boah, bist du ein süßer Bär. Ich muss auch sagen, ich habe extrem zugenommen in den letzten, ich habe aufgehört zu rauchen, ich habe extrem viel geraucht, das hat einfach sich pulsiert. Und früher war ich schon so ein bisschen, da war ich so ein bisschen so auch ein stattlichen jungen Mann, schön groß und heutzutage, aber das spielt überhaupt gar keine Rolle bei uns. Ne? Ja. Denke ich gar nicht. Wenn du dir die Fotos anguckst, guck mal, wie wir uns im Internet zeigen. So zeige ich, schaut mal, so zeige ich mich vor 350.000 Menschen tagtäglich. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Ich glaube, das macht uns auch ein bisschen aus und nahbar. Ja. Nicht perfekt. Wer von euch kann besser singen? Singt ihr, also haben wir schon mal... Also. Wir wollten mal, oh, das müssen wir erzählen. Nein! Der Kracher. Wir haben zu allem eine Anekdote. Wir hatten einen EM-Hit und ich schwöre es dir, es wäre ein Hit geworden. Mhm. Es wäre wirklich ein Hit geworden. Sowas Geiles. Unfassbar. Aber mit dem Tonstudio Udo hat den Song eingesungen. Weißt du das noch? Weil ja, du bist Pizza essen gewesen und ich musste 3 Stunden mit der Gesangslehrerin. EM abgesagt. Aber es war nicht mit Plattenfirmen, sondern mit einem Produzenten zusammen. Just for Fun. Mhm. Richtig geiler Song. Der Song war wirklich... Weißt du noch, wie der ging? Nee. Das ist schon zu lange her. Ja. Wir waren da, glaube ich, im Februar, glaube ich. Ne? Ja, ja. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt noch ging. Weil ich weiß genau, was hier gleich abgeht. Das Singen. Nein. Ach so, deswegen. Du druckst ich jetzt weiß drauf. Es nicht. Ich habe den Titel schon vergessen, natürlich. Also, ja, ganz schnell. Ich weiß es nicht. Ja. Okay, letzte Frage. Wer von euch ist der wahre Chef auf dem Sportplatz? Okay.
Trainingsplatz. Ja, da müsst ihr, er vergisst, als wäre es der wahre Chef auf dem Sportplatz. Er ist immer komplett fehl am Platz. Ja, er ist mein Chef. Ich bin Geschäftsführer. Er sagt zwar Trainingsplatz, aber ich hab das Sagen auf dem Sportplatz, nicht du. Trotzdem habe ich meinen Trainingsplatz und du hast den Hauptplatz. Ja, aber ich kann ja immer noch zu dir sagen, du machst gar nichts mehr. Du gehst jetzt Kabinenputzen. Das kannst du nicht. Ja, klar. Nee, dafür habe ich einen ersten Vorsitzenden, Herr Zierden. Ich bin ja gleichgestellt. Als Geschäftsführer, ne? Was macht ein Geschäftsführer? Geschäftsführer darf, ja. Aber ein Geschäftsführer in dem Fußballverein, ne? Also man muss jetzt nicht meinen, dass hier sehr groß. Aber ein Geschäftsführer muss auch für das gute Mitarbeiterklima sorgen. Dann muss man. Da sorge ich für, ja. Ja. Da bin ich also fürs Arbeitsklima mich ganz mit. Ja, da sorgt er wichtig für. Schlecht werden. Ich könnte, da sagt er aber, ich werde schlecht. Ne? Ich werde schlecht. Oder ich könnte schlecht werden. Ich werde schlecht. Ist so geil. Weil Udo hat, das ist das Geile, Udo kriegt halt manche Sätze nicht richtig hin. Also, ja, wodurch kommt das? Ich rede viel Plattdeutsch. Genau, nein, das meine ich nicht. Nicht deine Versprecher, das meine ich nicht, sondern Redewendungen sind einfach bei Udo komplett anders, als sie sonst sind. Zum Beispiel sagte er letztens, du sollst dich mit Eicheln werfen, wenn du kein Eichhörnchen bist. Was ist das für ein... Du sollst dich mit Nüssen werfen. Genau, wenn du kein Eichhörnchen bist. Was ist das für eine Redewendung? Ja. Weiß nicht, du musst Udo erklären, der weiß das bestimmt. Ja. Was heißt das? Wenn du ein Eichhörnchen bist, dann sollst du nicht mit Nüssen werfen. Nein, du hast gesagt, du sollst nicht mit Nüssen werfen, wenn du kein Eichhörnchen bist. Ja, komm, lass es. Das sprengt den Senderahmen jetzt. Ja, danke schön. Ja, also bitte, jetzt bitte. Kennt ihr euch, jetzt wisst ihr, ne, sind Fronten geklärt jetzt. Ja, ja. Es gab mal ein Hotel, wo Udo und ich sind immer zusammen im Hotel, sind wir irgendwo hinfahren. Und da gab es ein Hotel, da hat Udo vorher angerufen und hat gesagt, er möchte auf eine andere Etage wie ich. Das hat er wirklich gemacht, weil ich ihn ja auch wirklich nerve dann abends. Ne? Mich nerve ihn wirklich. Ja. Und es hat funktioniert. Er rief mich an, wo bist du? Ich sag, auf dem Zimmer. Ja, wo? Ich sag, ich komm runter. Er wusste nicht, wo ich war. Wusste ich nicht. Weil sonst besorge ich mir auch mal Zimmerkarten abends und so. Ah, alles klar. Ja. Wir waren mal 2 Tage unterwegs und dann ging das Richtung Hamburg. Mhm. Zwischenstopp. Und dann haben wir das Mofa-Rennen bei Finn Kliemann gemacht. Er, die Suite, Malte und ich, Harry Potter Zimmer. Harry Potter Zimmer, meinte. Das war genau damit an der Suite angeschlossen. Da dachte ich, was ist das für eine Tür? So eine ganz kleine Tür, so abgeschnitten. Und dann sagt er, und da ist euer Zimmer. Okay, Zwei kleine Einzelbetten. Zwei kleine Einzelbetten und da wollten wir dann zum Bad und sagt er, was wollt ihr denn? Euer Bad ist draußen auf dem Flur. Und er wie ein Pascha, malte auf, wir hatten ihn fast. Ich hatte so ein Riesenbett. Und er hatte ein Einzelbett in so einem Harry Potter Kammer, weil Harry Potter wohnt ja am Anfang unter der Treppe. So ein Zimmer hatte, deswegen sagt er, Udo ist ein großer Harry Potter Fan, ne? Mhm. Wie heißt die Schule noch, wo du hin musst? Ja, gleich 3/4, ne? Ja, und die Schule? Nee, weiß ich jetzt nicht. Sorry. Nein! Auf jeden Fall. Hogwarts. Ja, ist ja jetzt weiterreden. Wie heißt das? Ja, Hogwarts. Pass auf, das ist aber jetzt auch, wir müssen immer, du merkst ja richtig, das können die Zuschauer mal merken, wie wir quatschen und wie wir improvisieren halt auch die ganze Zeit. Ne? Ist ja nicht nach Plan hier. Mhm. Nee, und das habe ich jetzt... Die Leute sagen mal zu mir, das kann doch nicht sein. Der kann die Wörter doch, das macht er doch extra. Der kann die nicht aussprechen. Such dir mal irgendein schweres Wort aus, so wie Desinfektion. Er kann zum Beispiel, sag mal Desinfektionsmittel. Nee, das möchte ich jetzt nicht sagen. Sag einmal. Defi. Weiter, nächstes Wort. Defibrillator. Nee, Defibrillator. Das habe ich jetzt hingekriegt. Ja, aber er kann manche Sachen, die schwierig. Was hast du letztes Mal noch gesagt, was du nicht aussprechen konntest? Weiß ich jetzt nicht, welche das ist. Kannst du mal was schweres fragen, wo du sagen würdest. Was jetzt nicht so einfach ist auszusprechen. Schifffahrtskapitän oder sowas, keine Ahnung. Seefahrtschifffahrtskapitän. Ja, okay, das ist Kinder, nur ein Zungenbrecher. Das ist jetzt nicht so. Was hat das mit Zungenbrecher? Ja, oder? Hat doch nichts mit Zungenbrecher zu tun. Nicht? Da musst du dir bei Udo aber, da musst du früher bei Udo aufstehen, um ihn ranzukriegen, ne? Okay, ich hatte damit Schwierigkeiten. Nein, aber ich hab bei einigen Wörtern wirklich Schwierigkeiten, weil das auch ja so ist, er macht dich auch ja noch nervös. Mhm. Und dann flutscht das so raus. Ich will es ja gar nicht. Das ist ja, nein, oder? Aber ich weiß nicht, womit ich ihn nervös mache. Das weiß ich tatsächlich wirklich nicht. Und sein Bruder Wilfried ist ja ganz anders.
Und selbst der wird nervös, wenn ich dann, ich weiß nicht, ich sag ja nicht mal was. Nein, aber bei dir ist, weiß ich nicht, wie gesagt, komm, du kannst so schnell einen auf die Palme bringen. Ich ab und zu, dann stand ich da ganz kurz vor. Wir wollen unbedingt auch nochmal über Soziales. Über alles nur. Also so 5 Minuten gewährt ihr mir bitte, dass wir auch noch über... Ja, über, okay, so, okay. Nein, nee, alles gut. Über diese Influencer-Szene, ihr seid ja so steil Richtung Makro-Influencer unterwegs, so 500.000, dann ist quasi, also mehr geht quasi schon nicht. Also zusammengerechnet, du sowieso auch alleine schon irgendwie Richtung 400.000, glaube ich fast, ne? Ist ja schon du unterwegs. Hast dich übrigens bei Facebook versehen. Wir haben bei Facebook 498.000. Zusammen? Nee, hat die Seite. Ah, die Seite, ja, stimmt. Ihr seid, der Unterschied, dass es ja gefällt mir, sind 280.000. Du kannst einfach auf gefällt mir drücken, ja, finde ich cool. Und Abos, ja, genau. Aber abonniert haben uns 497.000. Oh, okay. Also Facebook gehören wir zu den Top 10 Accounts Deutschland. Also wir haben einen eigenen Facebook-Manager von Facebook Deutschland, der kriegst du einfach in dieser Größe. Der hat keine Aufgaben. Jetzt nicht, dass da jemand sitzt, sondern wenn da jetzt irgendjemand ist und schreibt da drunter, Udo ist aber ja ein richtiges A, Punkt, Punkt, Punkt. Dann kann ich den anrufen und sagen, moin Daniel, pass ihm auf, hier ist einer, der äußert sich hier extrem negativ. Und dann hast du halt nicht, wir können den halt persönlich auch richtig rankriegen dann. Ne? Weil Facebook hat ja ganz andere Schnittstellen, wie sie zugreifen können. Und wir zählen einfach zu den Top 10 Accounts in Deutschland. Und deswegen hast du dann auch einen eigenen Facebook-Typen. Okay. Also das ist ja schon gut, 500.000. Es ist eine Menge, ne? Ist unfassbar. Wie sozial, oder? Um die Frage aus der Eingangsmoderation aufzuwerfen, wie sozial sind denn soziale Medien? Also werden die ihrem Namen gerecht? Nee, überhaupt nicht. Null. Was meinst du mit wie? Also meinst du von der Zuschauerseite oder meinst du? Nee, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Jetzt vielleicht mal von der Influencer-Seite. Also tun Influencer genug oder werden die auch manchmal ihrem Ruf gerecht, dass sie wirklich nur irgendwie dümmlich irgendwelche Produkte verkaufen wollen, sozusagen, um es mal überspitzt zu sagen? Es ist eine große Mischung. Ich sage ja immer, Missgunst ist nichts Tolles. Also ich würde mich jetzt hier nicht über irgendwelche Personen auslassen. Ich sag mal ganz ehrlich, jeder hat seinen Beruf. Du möchtest für deinen nicht ausgelacht werden. Du möchtest für deinen nicht ausgelacht oder kritisiert werden und ich möchte für meinen nicht kritisiert werden, weil du tust ja das, was du tust, weil du es magst und deshalb wäre es falsch, darüber zu urteilen. Aber es gibt Menschen online, die natürlich mehr Punkte auf das Soziale setzen, die sich sehr stark einsetzen, auch politisch oder im Tierschutz oder es gibt selbst Krebshilfe, gibt es alles, ganz wunderbar. Aber es gibt natürlich auch viele, die sagen, wir pumpen, ne? Wir machen Geld. Und das ist halt ein ganz, da gibt es wie große, reiche Fußballvereine und kleine, arme Fußballvereine. Da gibt es halt beide Seiten. Habt ihr das Gefühl, dass es gut ankommt? Also so ihr, bei euch jetzt speziell, wir reden gleich mal über eure konkreten Themen. Aber vielleicht Udo, die Frage, also kommt das gut an, so dass die Leute wirklich auch sagen, okay, das ist toll, dass man Gutes tut? Doch, wir haben, nicht immer. Nicht immer, aber positive Nachrichten in der Hinsicht. Ich sage immer so, knapp 99% sagen, top, was ihr da macht, aber du hast ja überall die Neider und so, die sagen dann, die hauen da einen dazwischen. Da kann ich. Ich kann dir so viel Beispiel immer kurz. Ja, ich habe ein Beispiel dabei tatsächlich. Also, vielleicht kannst du dann danach dazu was sagen. Ja, sag du. Also, das ist aus dem Sommer, glaube ich, irgendwie was gewesen, wo jemand dir eine Nachricht geschrieben hat, dass es einfach zu viel ist und dass es nervt. So, das war die Nachricht. Du hast die Nachricht öffentlich. Als ich auf Bali im Urlaub war. Ich glaube, du hast die öffentlich gemacht und die kommentiert, diese Nachricht. Ich kann den Kommentar mal vorlesen. Ja, mach mal. Geil. Ja, der Kommentar war moin. So geht es erstmal los. Jeder soll und darf seine Meinung haben. Allerdings sollte man immer nachdenken. Was ist falsch daran zu helfen? Wieso stört sowas? Wir helfen Tierheimen und Institutionen. Durch diese Spenden werden teilweise Jobs gehalten. Menschen verdienen weiter Geld für ihre harte Arbeit und können weiter Gutes tun. Ich finde es extrem traurig, sowas zu lesen. Wer sowas nicht versteht, soll meinen Account verlassen. Dieser Account ist nicht nur Udo und Wilke, René, besoffene Stories und Scheiße erzählen. Zitat Ende. So, also direkte Ansage, das ist auch euer Markenzeichen, oder? Das ihr dann auch sagt, so, das passt uns nicht. Ich brauche nicht viel diskutieren bei solchen Themen, da werde ich auch knallhart. Das sind halt solche Geschichten, das kann man ganz schnell pauschalisieren. Wir fliegen nach Ghana, helfen beim Bau eines Waisenhaus, sorgen innerhalb von 12 Stunden für 50.000 Euro Spenden. Und du kriegst 1.000 Nachrichten, von denen 990
sagen, super geil, was ihr macht, und 10 Stück sagen, ihr Dreckschweine, also fies übersetzt, ihr Dreckschweine. Hier in Deutschland gibt es auch ganz, ganz arme Kinder und ganz, ganz arme Menschen, und ihr fliegt nach Ghana und gebt denen das Geld. Und dann merkst du schon, das geht in eine rechte Orientierung, und da sage ich auch knallhart zu den Leuten, und es klingt halt fies, was wir da gesehen haben, wirst du hier nicht sehen. Und den Leuten, klar gibt es hier Armut, aber wo fängt Armut an und wo hört Armut auf? Wenn dein Kind krank ist, kannst du zum Arzt gehen. Es gibt hier eine Grundversorgung, es gibt hier alles, was du brauchst. In Afrika, und das haben sie uns gesagt, hast du keine Kohle, geht dein Kind nicht zur Schule. Dann geht es nicht zur Schule. Dann kannst du dein Kind, und ich habe ein ganz tolles Foto gemacht, ein Mädchen mit, ich glaube, die war 7 oder 8, mit einem Teller auf dem Kopf, wo Wasserflaschen drauf lagen. Die ging nicht zur Schule, die ging Wasserflaschen verkaufen, damit abends was zu essen auf dem Tisch steht. Und wenn sich da jemand den Arm abschneidet, dann steht er vom Krankenhaus, und wenn er kein Geld hat, dann verblutet er da. Und das ist knallhart. Sagt mir irgendjemand, dass es in diesem Land so ist. Ist nicht so. Die Leute brauchen mir es nicht erzählen. Und wer sagt, aber wir haben es hier so schlecht. Was ist denn die Armut? Weil sich einer kein iPhone 11 leisten kann oder ein Porsche, dann ist er arm. Also da hast du eine andere Armut kennengelernt, und du wirst böse, wenn du das siehst. Und du wünschst den Leuten, das sagst du mal, die sollen da mal hinfahren. Wer das nicht kapiert, der soll da mal für eine Woche hin. Dann weiß er, was Armut heißt. Weil wir hier in Europa auf höchstem Niveau klagen. Weil da siehst du Dinge, die haben nicht mal unsere Großeltern damals erlebt. Offene Kanäle. Genau, das ist so hart. Das ist hart. Unsere Nachkriegsgeneration hat teilweise, so hart das klingt, moderner und sauberer gelebt in zerbombten Städten als dort. Und Accra, das ist die Hauptstadt von Ghana, wird die giftige Stadt genannt. Das ist eine der giftigsten Städte weltweit. Dort wird der europäische Plastikmüll verbrannt. Da geht der ganze Müll, nicht nur Plastikmüll, auch Elektromüll, haben die uns gesagt, kommt aus Europa und wird dort verbrannt. Wir sind dann zum 4 Stunden gegen die Fahrt vom Flughafen nach Cape Coast. Vielleicht ziehen wir die Mats vielleicht vor, wenn wir jetzt schon über Ghana sprechen. Ach so, hast du die Mats von Ghana? Genau, wir haben eine vorbereitet über Ghana, und vielleicht ziehen wir die einfach vor. Dann nehmen wir sie jetzt schon mal mit in den Januar diesen Jahres, 2020, da wo alles noch ein bisschen einfacher war und man noch gut reisen und fliegen konnte. Erster Flug von Udo, und das mit Stift in der Hose, das kann ja was werden. Witz, Chaos und Blödelei gehören dazu. Doch ihren Herzensthemen geben Wilke Zierden und Udo Tesch immer wieder Raum. Gemeinsam reisten sie noch im Januar diesen Jahres nach Ghana, um dort das Waisenkinderprojekt Villa for Kids Live zu unterstützen. Eine tolle Idee. Das findet auch Udo Tesch. Ey, kotz mir ein. Was ist denn? Was hast du mir da angetan? Was ist denn? Na, Ghana fliegen. Weißt du, Ali, da ist so ein Stift in der Hose ab. Den hast du doch schon immer in der Hose. Oh, hör auf, ich hab Schiss ohne Ende. Wovor denn? Vor 7 Stunden Flug hab ich Schiss. Nachdem der Schock des ersten Fluges erstmal verdaut war, lernten Wilke und Udo auf ihrer Reise Land und Leute kennen und lieben, genossen ein Bad im Südatlantik und frische Kokosnüsse vom Baum. Ghana ist ein armes Land, aber ein schönes. Die Menschen dort leiden, aber trotzdem sind sie lebensfroh und bunt. Initiatorin des Projekts ist die Emdenerin Hertha Everwien, die erst vor knapp 3 Wochen wieder nach Ghana reiste. Moin! Die Zeiten sind hart und ich bin Hertha. Das ist ein geiler Spruch, ne? Nee, das ist kein geiler Spruch, das ist die Tatsache. Ihr Lieben, wir sind im 45 Grad heißen Ghana mit Hertha aus Emden, Ostfriesland. Und Hertha baut hier ein ganz wunderbares Projekt auf, das nennt sich Villa for Kids. Live. Du baust hier seit mehreren Jahren ein Haus für Straßenkinder, für Waisenkinder, für die Zukunft dieser Welt. Sie machte mit Wilke Zierden und Udo Tesch einen Rundgang über die Baustelle, an der schon 5 Jahre gearbeitet wird. 40.000 Euro brachten Udo und Wilke auch dank ihrer Fan-Community mit nach Ghana. Wir haben mal bei Hertha Everwien nachgefragt, was sich dank dieses Geldes jetzt realisieren lässt. Hallo, mein Name ist Hertha Everwien. Ich bin wieder in Ghana. Wir bauen hier ein Haus für Straßenkinder. Unser Projekt heißt Villa for Kids Live. Anfang des Jahres waren Udo und Wilke selbst hier vor Ort. Sie konnten sich ein Bild machen von den Zuständen, wie hier Kinder leben müssen.
Dank Ihrer Unterstützung können wir jetzt die zweite Etage oben drauf packen, sodass hier in kürzester Zeit 80 bis 100 Kinder eine Heimat finden werden. Hello, Udo and Wilke, we miss you. Wir sagen ganz herzlich Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender. Bye, bye. Bye, bye. Man sieht also, soziales Engagement lohnt sich. Das Geld kommt an, es tut sich was. Udo und Wilke planen sicher schon an neuen Projekten. An welchen? Das werden sie mir jetzt verraten, nachdem sie zu Hause noch mal ein paar Impressionen aus Ghana genießen können. Ganz zum Schluss, das Mädchen, von dem wir geredet haben. Ja, wie viel goldene Henne habt ihr mitgebracht? 2019 Online-Stars geworden, Publikumspreis. Ist ja dann noch mal mehr wert sozusagen, dass die Leute online für euch abstimmen. Was glaubt ihr, hat die Leute überzeugt? Also auch, ja, was ist euer Geheimrezept? Vielleicht nehme ich die mal kurz mal in die Hand. Die ist nämlich, glaube ich, auch gar nicht so... Wir haben kein Geheimrezept. Wir haben versucht und auch, glaube ich, geschafft, bei Facebook eine unglaublich ehrliche und tolle Community aufzubauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben wirklich geschafft, einen tollen Haufen an Menschen da zu haben, die auch, natürlich sind da wie immer irgendwelche Klöten dazwischen, die, das hast du ja immer überall dabei. Aber eigentlich haben wir einen ganz tollen Haufen geschafft und wir haben so ein Wir-Gefühl geschafft und wir wollen, dass die Leute unter den Videos miteinander kommunizieren und dass die Leute miteinander sind und einfach auch Spaß miteinander haben. Und das hat so ein Wir-Gefühl entfacht, dass die Leute uns unterstützen. Egal, was wir tun, sie unterstützen uns. Ne? Da gibt's eine ganz wir haben das geschafft, auch wir beiden kommen ehrlich rüber. Mhm. Wir verstellen uns nicht und wir werden uns in 20 Jahren noch nicht verstellen. Wir haben ein Ziel und das ist, solche Projekte zu unterstützen. Und wenn wir uns das im Kopf setzen, dann setzen wir uns das in den Kopf und da bringt uns auch keiner von ab. Was sind eure Herzensthemen konkret, also im In- und im Ausland? Was unterstützt ihr noch? Ich lese ganz viel von Tierheimen, was ihr unterstützt auch. Und auch so eine Sonntagsverlosung war das, glaube ich, mal 3x500 Euro, was ihr, oder 5x300 Euro oder irgendwie so rum an Vereine gegeben habt, die euch erklärt haben, warum sie das Geld nötig haben zum Beispiel. Also wir haben keine konkreten Herzensprojekte. Also das Waisenhaus in Ghana natürlich, da wollen wir nochmal hin. Jetzt wegen der ganzen Corona-Geschichte ist natürlich schwierig zu sagen, wann, wollen wir definitiv noch. Ich habe zudem ein Patenprojekt in Bolivien, da bin ich World Vision Botschafter für ein Fußballcamp. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Wegen Corona geht es halt gerade alles nicht. Zusätzlich unterstützen wir eigentlich alles, was so anfällt. Da kommt jemand an und sagt, ey, ich bin gerade in einem Tierheim hier. Hier fangen auf gut Deutsch die Tiere an zu verhungern, wir brauchen 500 Euro. Ja, komm, okay, dann spenden wir das halt auch, wirklich ohne große Rede. Mein kleiner Bruder hat auch recht viele Instagram-Fans, auch fast 300.000, der war in Griechenland in einem Tierheim. Malte, ne? Genau, Malte. Und da war in Griechenland im Tierheim, und da habe ich auch eine staatliche Summe hin überwiesen, damit die das Projekt da aufziehen können. Wir haben dann auch mal aufgerufen und sagen, yo, in welchem Fußballverein spielt ihr oder in welchem Tennisverein oder was auch immer für einen Verein, wofür braucht ihr Geld? Ihr könnt euch jetzt einfach in die Kommentare schreiben und wir suchen was aus. Du musst dir vorstellen, das ist einfach unglaublich schwer. Ey, da schreiben dann 5.000 Leute drunter. Und du hörst 5.000 krasse Geschichten. Der eine schreibt, ja, wir brauchen Bierhalter in der Dusche. Das ist jetzt, so hart das klingt, da lacht man drüber, aber dem würden wir keine 500 Euro geben. Aber wiederum sind andere Vereine da und sagen, ja, ich habe hier ein Hospiz für alte Tiere aufgebaut, so die keiner mehr haben will, die sonst geschlachtet werden. Wir brauchen 500 Euro, weil wir bauen gerade eine Überdachung für den Stall.
Ja, zack, hier sind 500 Euro. Also eher spontane Ideen. Genau, und auch genau. Wir haben nämlich ein Video, hat uns erreicht von jemandem, da können wir das mal konkret machen, auch, dass es auch ganz konkret vor Ort geht. Also jetzt nicht immer auch dann so abstrakt irgendwo und irgendwie, sondern konkret auch am Menschen geholfen. Und der wollte euch Danke sagen. Schaut mal. Moin ihr Lieben, jetzt seid ihr mal die Überraschten, nicht immer nur ich. Ihr sagt andauernd, ich soll aufhören, mich zu bedanken für alles. Aber als Andreas mich gefragt hat, ob ich euch kurz beschreiben würde, da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Udo und Wilke, ihr seid direkt, ehrlich, offen und ihr habt so positiv mega einen an der Marmel, das ist unvorstellbar. An der Stelle würde ich auch noch gerne den Dritten im Bunde grüßen, Wilfried, die eigentliche Seele vom Sportplatz. Ich danke euch für alles. Ich bin mir sicher, ich wäre heute nicht da, wo ich jetzt bin. Das ging mir ja eine Zeit lang recht schlecht. Und seit 2 Monaten ungefähr erlebe ich jeden Tag ein Dorf, ein Verein. Vielen Dank für alles. Die Geschichte dazu könnt ihr mal kurz, also auf die Geschichte eingehen. Netter Mann, netter Typ. Bei uns im Leben ist es alles so, wie soll ich das erklären? Schau mal, da kommen Leute auch mal zu mir an und dann, wie es so ist, was für Leuten hängst du eigentlich rum? Wie kannst du denn mit so einem rumhängen? Ganz oft. Und ich bin halt so ein Typ, das weiß er, jeder, der zu mir kommt, und ich habe so ein, wie soll ich das erklären? Entweder mag ich die Person richtig gern oder ist einfach nur eine bekannte Person und dann umgebe mich mit den Leuten, die mir Spaß bringen, wo ich lachen mit kann, wo ich einfach merke, das ist toll. Und bei ihm ist es halt genauso. Er kam halt, skurrile Geschichte, wir haben freitagabends Fußball geguckt bei meinem Nachbarn. Ich habe ja bei meinen Eltern noch gewohnt, wegen der Vox-Serie. Und bin ich immer zu meinem Nachbarn, immer Freitag, Samstag, Bundesliga gucken, ein bisschen eintrinken, wie man das ja so eben auf dem Dorf macht. Und da sagt er zu mir, du pass auf, heute Mittag, da glaubst du nicht, da standen wir, die haben mit der alten Herren spielt ja, die standen an der Gaststätte, haben sich da irgendwie getroffen, da ist ein Typ vorbeigelaufen, Hund, so ein Rucksack, lief da durch die Gegend, Kapuze, es war am Regnen, da lief er uns vorbei, dreht sich um, kommt zu uns hingelaufen, zeigt auf das Wappen und sagt, ist das hier, das stehen Felde von Udo und Wilke? Ja, wieso? Ja, nee, cool, der Michael ist in Stimmfelde. Der ist halt durch ganz Europa gewandert, Deutschland und auch Europa. Nur mit seinem Hund, mit dem Rucksack. Er hatte natürlich auch Geld dabei ein bisschen, um sich zu verpflegen. Aber er hat halt in der Scheidung gelebt, ging super scheiße und ist einfach durch Deutschland, weil er raus musste. Kopf kaputt nach dem Motto. Und dann saß ich abends am Fußball gucken und er erzählte so. Und ich sage, ja, wo ist er denn jetzt? Ja, weiß ich nicht. Ich habe aber seine Handynummer und ruft ihn an. Und dann sagt er, ja, ich liege hier gerade irgendwo. Ich habe mich jetzt gerade ins Bett gelegt, hinter einem Container, wollte er schlafen. Sagt er, Hugo, mein Nachbar, da komm mal vorbei, ne? Komm mal rein. Und dann kommt er da rein, ja, richtig, so richtig nervös. Ja, ganz schnell, ja, willst du ein Bier, sagt Hugo. Er sagt, ja, mach einen Kühlschrank auf. Er nimmt das Bier, setzt das an, innerhalb von 2 Sekunden, weg. 0,5 Liter, weg. Ich gucke ihn an, du denkst ja erst, Alter, was ist das denn für einer? Das habe ich auch wirklich gedacht, obwohl ich nie Vorurteile habe. Und dann guckt mein Nachbar ihn an und sagt, ey, sag mal, komm mal runter, ey, du bist ja nervös. Ja, kann ich noch ein Bier haben? Ja, zack. Und dann nochmal, auf Schlag weg, komplett, wieder 0,5. Ich gucke den an, du hast es auch schon gesehen. Man muss einfach sagen, und das gibt er auch ehrlich zu, er hat ein Alkoholproblem, hat er einfach. Klipp und klar braucht man nicht drum herum reden, ist ja auch nicht schlimm. Ist ja wirklich nicht schlimm. Ist eine Krankheit, kann man ja jeden treffen. Kann man, genau, kann so. Man ja gegen arbeiten oder kann man auch was für tun. So, und dann hat sich das entwickelt und dann habe ich gesagt, weißt du was, komm mal, wir sind am nächsten, wo willst du denn hin? Er durfte ja bei dem Hugo auf dem Sofa schlafen, der hat Frau und Kinder, das war ja ein fremder Mann, das könnte ja auch ein Massenmörder auf gut Deutsch sein. Und dann habe ich gesagt, morgen früh sind wir auf dem Sportplatz, wir bauen da gerade, irgendwas haben wir da gebaut, was Großes. Ein Carport. Dann ist er da morgens hingewatschelt, stand er dann da und hat einfach grundlos sich einen Hammer in die Hand genommen und hat mitgearbeitet. Babam und überall, die ganze Zeit, total fleißig, sein Hund, der die ganze Zeit am Rumrennen. Und dann habe ich gesagt, weißt du, warte, kannst du in der Kabine pennen. Schlaf einfach bei uns in der Kabine. Weißt du, machst du ja eigentlich auch nicht. Aber hier komm, das ist ja auch duschen, ist ja warm, kannst du bei uns in der Kabine schlafen. So, und dann war am nächsten Tag ein großes Spiel, wo auch Vollkommen zu Besuch war. So, und dann lief er da rum und hat mit uns aufgebaut. Das haben wir auch ein bisschen gefilmt und hat immer mitgemacht. Und durfte dann auch mittrinken umsonst und essen, weil er hat ja den ganzen Tag geholfen. Und dann sagte ich, ja, weißt du, warte, du kannst heute auch wieder in der Kabine schlafen. Und dann abends irgendwann sagt er zu mir, du, ich bin nicht in der Kabine, ich schlafe jetzt bei Thorsten. Das ist auch wieder ein Bekannter von uns. Auch Frau, Kinder, Familie, die haben sich dann irgendwie am Spiel kennengelernt, auch bei unserem Verein. Langjähriges Mitglied. Und dann hat der einfach 4 Wochen bei Thorsten im Wohnmobil gewohnt. 4 Wochen in einem Wohnmobil. Jetzt musste man mal das ist ein wildfremder Mann.
Und er schläft einfach. Thorsten hat drei Kinder, Hund, Familie und er geht auf Montage. Der ist von Sonntagabends bis Freitags weg und lässt den da einfach wohnen. Dann hat André, das war einfach eine geile Zeit. Und dann sagte André, ich komme auf den Sportplatz. Ich sage, geil, geile Nummer. So, komm her, kannst du auf dem Sportplatz helfen. Er war jeden Tag von morgens bis abends auf dem Sportplatz. So haben wir den Fußballplatz auch richtig geil gekriegt. Der Fußballplatz ist ein Traum. Ein Traumrasen geworden, weil wir jeden Tag da Hand angelegt haben. Er mit Wilfried zusammen. Und dann sind er und Wilfried, Wilfried ist Udos Bruder, genau. Richtig. Und Wilfrieds Frau ist damals leider verstorben. Und Wilfried war in so einem kleinen Loch. Und er saß nur noch zu Hause rum. Und Wilfried, hast du auch Jahre in ihrem Sportplatz gesehen. Und der ist so ungefähr zeitgleich mit René gekommen. Und dann saßen... Also mit dem André, ja, genau. Habe ich René gesagt, mit ja. André. Saßen dann zusammen, morgens um 8, haben gefrühstückt, Kaffee getrunken. Da war ich auch immer noch dabei ein bisschen, weil ich die immer so ein bisschen angeleitet habe. Ich habe mich ganz schlau gelesen im Internet. Ne? So perfektionistisch, der Rasen muss perfekt, wir müssen so und so machen. Und dann haben die den ganzen Tag da gesessen. Und dann hat aber André auch immer wieder Bier getrunken. Also der sitzt dann da und kippt es einfach weg. Und dann sagte ich zu ihm, ey, warum säufst du so viel Bier? Ja, ich mag das so gerne. Ich sag, André, ich mag Vitamals auch gerne, aber ich sauf keine Kiste am Tag. So, das musst du nicht. Und dann hat Wilfried dem richtig eingetrichtert, du kannst Bier trinken, aber hier von 8 bis 16 Uhr trinkst du kein Bier mehr. Dann hat er sich dran gehalten. Und hat sich das entwickelt und haben gesehen, er arbeitet viel. Ja, dann haben wir ihm eine Wohnung besorgt und dann bin ich mit ihm zu meinem Chef gefahren und gesagt, der Junge, der braucht einen Job. Mhm. Der muss Trockenbau, ne? Ja, sagt mein Chef, ist halt auch so wie wir. Einfach machen, nicht drüber reden. Vertrag unterschrieben, fängt jetzt am 11.01. an. Mhm. 12.01. ist sein Geburtstag. Ja. Und er ist ja halt völlig heimisch geworden. Wie er sagt, ein Dorf, ein Verein. Wo erlebst du diese Geschichte? Und so sind wir. Du musst den Kontext verstehen. Nimm mal Leute, die so viele Fans haben wie wir, da kannst du dich eigentlich nicht einfach hinsetzen und mit denen quatschen und Spaß haben. Und sich. Bei uns kommen Besucher, die setzen sich oben hin und reden mit uns den ganzen Tag. Trinken Kaffee damit, trinken Tee damit. Und so ist halt die Offenheit bei uns. Ja. Und so helfen wir dann auch. Wenn ich sage ja immer, das kannst du nicht jeden Tag machen. Aber wenn du einer Person hilfst. Er sagte, dass auch diese Gastfreundschaft so in dem Ort und überhaupt die ganzen Leute, es ist, also hat er auch so nicht, ich meine, er kommt doch, glaube ich, vom Land eigentlich, aus Schleswig-Holstein. Ja. Und da ist es aber nicht so. Also das ist schon eine Spezialität von der Ecke hier. Was sind eure nächsten Pläne konkret? Also kann man das sagen irgendwie? Steht da was an, vielleicht auch an Aktionen? Spendenaktionen oder irgendwie sowas in der Art? Oder ist es wirklich, wahrscheinlich blöd die Frage, ne? Weil es ja eh spontan macht. Wir machen sehr viel extrem spontan. Der Verein war ja am Anfang so, also obwohl ich im Vorstand bin, hat der Verein halt immer, oh nee, ne? Weil was machen die jetzt schon wieder? Und wir müssen jetzt nicht mal mehr fragen. Der Verein macht es halt einfach mit, die Gemeinde schüttelt sowieso den Kopf, wenn wir irgendwas planen, weil sie wissen, das artet sowieso aus. Wir hatten so viele geile Ideen. Wir wollten ein Benefizkonzert machen. Ich wollte das größte Amateurfußballturnier der Welt machen bei uns. Land anpachten für Zelten mit Bühne, mit allem drum und dran. Wir hatten bei uns das Spiel, das auch, muss man sich vorstellen, St. Pauli Allstars gegen unsere Allstars im Verein. Da waren 3000 Tickets innerhalb von 3 Minuten ausverkauft. Die Leute fragen noch heute, musste wegen Corona abgesagt werden. War auch für einen guten Zweck, ne? Das war für Ghana, genau, das war nochmal für Ghana. Leider wegen Corona können wir nichts machen, aber es ist halt so... Wir das nachzuholen, wir viele Dinge? Wir versuchen es, vielleicht gibt es dann ja her. In Mai hatten wir, glaube ich, den Termin angesetzt. Ja. Und wir hoffen da ja drauf. Aber Wilke hat ja so, wie man ihn kennt, ein paar Termine immer noch im Ärmel. Ja. Was passiert mit dem Verein nächstes Jahr? Gibt es da irgendwie, also ihr baut an auf jeden Fall, sehe ich, wenn ich vorbeifahre, ist eine große Baustelle. Es läuft jetzt so momentan eine kleine Bauphase vorne und wir haben jetzt Anträge gestellt für den ganzen Club, also Kabinentrack, und das dauert natürlich ein bisschen. Das sind Fördergelder, weil das sind Summen, die können wir auch nicht aufbringen. Ich glaube, dieser ganze Umbau kostet 130.000, die haben wir auch nicht. Das läuft seit 3 Jahren. Die Kabinen, das ist eine Katastrophe. Wir renovieren gerade die Heimkabine. 88.000 Jahresgehalt oder was? Das, ja, ja, ne? Eigentlich so. Muss man im Monat absetzen. Kann man gut finanzieren. Aber wir machen da gerade. Es ist halt auch immer so eine Sache. Du musst es so vorstellen. Ich kriege am Tag 500 bis 600 Nachrichten, ja auch. Die Leute, du nimmst dir dieser Sache auch, das wird persönlich. Dich schreibt jemand und sagt, yo, ich wohne 2 Dörfer weiter. Mir wurde mein Strom abgestellt und ich brauche 600 Euro. Ja, aber jetzt ist die Frage, natürlich kann ich jetzt zu meinem Geschäftskonto rennen und zu unserem Geschäftskonto rennen und 600 Euro unternehmen und... Aber dann kannst du
Das ist am nächsten Tag 10, die Frage. Genau, und dann stehst du dann da und dann sagst du, wo fängt das an und wo hört das wieder auf? Das geht nicht. Und die fragen so viele Leute und das tut... Du wirst auch irgendwann, manchmal bist du böse, dann bist du glücklich, dann bist du fröhlich. Das kannst du nicht beschreiben, weil du... Jeder will, sobald du was, auch eine Spendenaktion machst, wir spenden ja ganz viel auch so an Tierheime und unterstützen so viel, sobald du was machst, kriegst du eine riesen Schar an Nachrichten. Wir brauchen dies, ach, ich brauche das, ach, hier, pass auf, mein Hund hat Krebs und die Operation kostet 3000 Euro. Ey, Wilke, kannst du mir nicht mal, ich habe ja auch privat auch noch Freunde, die ständig vor meiner Tür stehen und sagen, kannst du noch eben, ich brauche noch mal eben. Na klar helfe ich diesen Leuten, ich helfe denen ja auch gerne, aber es ist halt ein Fass ohne Boden. Ich bin doch auch kein Millionär. Ich kann doch auch nicht hier rausschmeißen. Wie ihr das macht, also dass ihr wirklich, also es hat zumindest den Eindruck, dass ihr wirklich spontan dann guckt und du kannst das ist, du wirst, also du nimmst dir euch nicht hetzen lasst, dass ihr wirklich sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie, weil wir die das Leute machen Gefühl ihre haben, Probleme wir müssen zu was deinem tun Problem. Oder ja. Wir wissen schon, wo der Schnitt ist, wo wir sagen, jetzt ist Schluss. Du weißt aber auch, was echt ist und was nicht echt ist. Ich habe tatsächlich auch einen Bekannten gehabt. Der hat gefragt, ob ich ihm ein bisschen Geld leihen kann. Ich bräuchte, der hatte eine schwerwiegende Verletzung, das wusste ich auch. Und die Medikamente waren so teuer. Und das habe ich dann auch halt wirklich gegoogelt alles, dass diese Medikamente halt wirklich viel Geld kosten. Mhm. Und am Ende habe ich dann von anderen Leuten erfahren, da hat er sich Drogen von gekauft. Dann sagst du auch so, diese Scheiße. Ja. Und die Kohle siehst du halt auch nicht wieder. Und selbst trotzdem stehen dann auch Leute vor meiner Tür und sagen, ja, meine Frau hat mich gerade rausgeschmissen, ich muss hier eine Wohnung nehmen, kannst du mir die Kohle für die Kaution leihen? Das habe ich auch schon gemacht und warte seit 2 Jahren auf das Geld. Okay. Von Fremden oder von Freunden? Von Freunden, ja. Okay. Das weiß ich ja. Aber wir leihen uns ja auch immer gegenseitig Geld. Das ist ja. Also bei uns ist das so, er ist ja so bekannt dafür, dass er immer sein Portemonnaie vergisst. Ach so. Hat er wo wir hingefahren sind in Städten, das hat er mal schnell. So, und dann habe ich immer Geld dabei. Er hat ja nur eine Karte dabei. Ich habe immer Bargeld in der Tasche, überall geht ja nicht mit Karte. Dann passiert schon mal, dass ich dann bezahle, aber ich brauche mir da keine Gedanken machen. Das nächste Mal bezahlt er Und das läuft bei uns. Wo seht ihr euch? Kurzer Schluss. Wir müssen leider, also die Zeit, die rennt uns weg, aber es ist ja auch ein gutes Zeichen. Das ist ja ne, kurzweilig und alles. Wo seht ihr euch in 5 Jahren? Also Udo und Wilke, 5 Jahre, ganz kurz. Was wünschst du also beruflich? Also beruflich, dass es auf der Werft ruhiger wird, wieder, dass wir in ruhigen Fahrwasser kommen. Weil ich denke nicht nur an mich, ich denke auch an meinen ganzen Kollegen. Da hängen ja Familien dran ab und. Und wo ich mich in den ganzen Social Media Sachen, ja, wie es heißt. Ja, wie heißt das? Social Media. ich verstehe schon. Da warte ich einfach ab. Da muss man aber auch drüber lachen. Er lacht ja auch selber drüber. Da warte ich einfach ab, was kommt, was das kommt und was. Was könnte, das könnte, ja, ist ja, ja. Weil, was könnte, das könnte, auch immer gut gegangen. Ich habe ja Düsseldorfer Blut in mir. Aber es ist ja aus Köln, ne? Was könnte, das könnte und Haar. Könnte, ist, glaube ich, Kölle. Ne? Kölle, ja. Kölle Alarv, ja. Jetzt hören wir noch die Labern. Ich sehe mich im Köln. Ich warte ab. Ja. Du auch wahrscheinlich. Oder bist du, hast du Pläne? Ich habe eine Frage nach. Er ist ohne Plan immer. Ja. Das kommt bei uns, das ist jetzt ungelogen, das kommt immer ganz kurzfristig bei ihm. Und dann. Aber ich sehe mich noch. Also ich möchte, das muss man noch kurz weiter dazu sagen, wir haben große, hochdotierte Verträge, Fernsehangebote und große Verträge abgelehnt auf dem Fußballplatz. Okay. Da wollte sich natürlich bei hohen steigenden Zahlen und dieser goldenen Henne wollte natürlich jeder mitverdienen und jeder wollte oben mitspielen. Und wir beide haben gesagt, egal was wir machen, dieser Fußballplatz, na klar, machen wir mal Werbung, damit wir auch ein bisschen Geld in die Taschen kriegen. Aber wir verkaufen uns nicht ans Fernsehen und wir verkaufen uns auch nicht an große Firmen, die sich in den Verein kaufen wollen, weil das ist noch unsere Welt, wo wir Spaß haben, filmen können und das Ganze drumherum. Da können wir uns und ihr seid hier heute, das ist ja schon mal, also, genau. Ne, so. Und wir waren ja auch gerne hier, ne? Ja. So, hat Spaß gemacht, ne? Ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Und was gibt's noch? Wir trinken jetzt noch eine Tasse Tee nach der Sendung, würde ich sagen. Und dann lassen wir den Abend ausklingen. Was gibt's zu sagen? Vox kann man vielleicht noch kurz erwähnen. Auch Wilke, Wilkes Welt, ohne... Gebt mir eine Kamera, ich spreche kurz rein. Das ist das Wichtige, da hier vorne. Diesen Sonntag um 18.10 Uhr auf Vox, Wilkes Welt, planlos zum Traumhaus. Die Leute da draußen beschweren sich ja immer, dass Fernsehen so gestellt ist und wünschen sich das Echte. Und nun ist das Echte auch wirklich da. Da gab es keine Drehbücher, das wird verrückt, süß und schön. Schaut euch das gerne an, wenn ihr Bock habt. Und man muss dabei sagen, Wilke arbeitet am Sonntag.
Ja, vielen Dank. Da viel, also viel Norddeutschland, viel Ostfriesland zu sehen und so weiter. Ich habe auch reingeguckt, das lohnt sich bestimmt. Danke, dass ihr da wart. Für Sie zu Hause kurz und knapp einen schönen Abend. Bleiben Sie fair und interessiert. Bis zum nächsten Forum und tschüss.